Der beste Freund des Menschen ist ja bekanntlich der Fuchs. Dieses Video war schon mal ganz kurz online, aber daraufhin ist viel passiert. YouTube hat uns ein Statement geschickt. Der Kanal Afina TV wurde gelöscht und wir haben Paulchen kennengelernt. So, ihr braucht nach hier Angst haben. Der Paul ist ganz, ganz lieber. Ach, wir gehen auch rein. Na ja, klar. Ah, okay. Das, Für meine Intention ist ja nicht, Tiere hier gefangen zu halten, sondern dass hier, das sind einfach arme Wesen, die nicht rausleben können und nicht wollen, sondern hier bleiben wollen, aber nicht um Geld zu verdienen. Das heißt, Sie würden den Paulchen jetzt auch nicht mit ins Haus nehmen und in eine Badewanne einlassen oder sowas? Der Paul macht auch, was er will. Sein Besitzer Hartmann Jenal rettet nämlich seit 30 Jahren Füchse, und zwar bis zu 40 Stück im Jahr, what the fuck, und hat mit uns über diese angeblichen Rettungen gesprochen. Wenn ich jetzt sehe, was die hier, der Film, was die mit dir machen, das ist eine Schweinerei. Das ist absolut Tierqual. Der beste Freund des Menschen ist ja bekanntlich der Fuchs. Du kannst ihm süße Outfits anziehen, mit ihm Gassi gehen, spielen, ihm Leckerlis geben, blitzeblank waschen und die Krallen schneiden. Füchse sind einfach die besten Freunde des Menschen. Und jetzt mal ganz kurz, völlig ohne Ironie, what the fuck? Sie haben den Fuchs aus irgendeinem Wald in ihrer Nähe gerettet. Er hat nach seiner Mutter geschrien und war total ausgehungert. Sie haben ihn mit nach Hause genommen, gefüttert und im Käfig gehalten. Sie hatten wirklich überhaupt keine Ahnung. Aber da war doch was. Dieser Mann befreit die Katze nur mit einer Hand, weil die andere Hand muss ja unbedingt noch die Kamera halten. Über diese Videos, in denen Tiere angeblich gerettet werden, haben wir schon vor 2 Jahren berichtet. Jede Woche retten die ein Tier. So ein Zufall. Glaubst du, sie finden immer ein Tier? Nein. Diese Katzenrettungsvideos bringen verdammt viel Klicks. Das ist auch eine ganz, ganz kranke Ecke von YouTube. So, if nobody really pushes police to do something, they will do nothing. Hi, wir sind offen und ehrlich, und wenn ihr uns mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte mal wieder den Hashtag Kein Schmerz für Tiere in die Kommentare. Wir schalten weiter zu Marlene auf den Spuren des Fuchses. Robert, mir geht's ganz komisch, ich weiß nicht, wo ich hier bin. Oh Gott, Marlene, ich wünschte, ich könnte dir sagen, ich weiß doch, wo du bist. Marlene, du bist im Kanal Afina TV, weil wir dich auf die Suche nach dem Fuchs geschickt haben. Aber lass uns die Geschichte von Anfang an erzählen. Wo hat es angefangen mit dem Fuchs? Da, wo Füchse natürlicherweise leben. Im Wald. Am Stadtrand. Hier waren nämlich 2 unschuldige Leute unterwegs, als sie ihn entdeckt haben. Ein kleines, verwildertes Fuchsbaby direkt am Waldesrand. Zum Glück hatten sie die Kamera dabei und an und konnten den Fuchs noch retten. Also das hier ist, das ist ein Schauspiel, was hier stattfindet. Wenn, wie ich das da sehe, ist dieses Verkrampfen, Festhalten in dem Netz nur Angst, weil der Mensch gekommen ist. Also das Tier selbst, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so arg da drin verwickelt war. Der Fuchs, der läuft ja bei seiner Rettung im Wald den Menschen direkt hinterher. Ist das ein Indiz dafür, dass der Fuchs schon an Menschen auch vorher gewöhnt war? Da liegt jetzt ja nicht so viel Hintergrundinfo vor. Wie ist dieser Fuchs da hingeraten? Das heißt, man kann da jetzt nicht wirklich beurteilen, lag da wirklich ein Notfall vor oder nicht. Aber vor dem Hintergrund dessen, wie das Ganze zur Schau gestellt wird, wie danach auch mit dem Fuchs umgegangen wird, wie der wie ein Haustier gehalten wird und dann auch zur Schau gestellt wird, ist doch wirklich sehr wahrscheinlich leider, dass hier eine Fake-Rettung vorliegt. Wir sehen jetzt ja, dass der Fuchs dem Menschen, dem Retter sozusagen, in Anführungszeichen, hinterherläuft. Ja. Das ist normales Verhalten? Ach, normal ist relativ. Es gibt Füchse wie in dem Fall, der halt einfach dem folgt, was sich bewegt, weil er halt alleine ist und nicht mehr weiß, wohin. In der Hoffnung, er kommt dorthin, wo die Mutter wieder ist. Wenn ich dann im Nachhinein sehe, wie der Fuchs jetzt von einem Ernährungszustand ist, ist der im guten Zustand. Also die Mutter hat den auch versorgt an dem gleichen Tag. Die Zähne hier kann gespielt sein. Sie haben ihn dann nach Hause genommen auf jeden Fall, wieder aufgepäppelt, und dann gab es für ihn erstmal 24/7 Kindergeburtstage. Feuer frei für den Fuchs. Geschossen wurde zum Glück nur mit der Kamera. Die haben jetzt irgendwo eine Puppe gefunden, die sich bewegt, und versuchen die jetzt halt hübsch zu machen, indem sie halt die Parasiten entfernen. Sie baden es. Jetzt will das Tier flüchten, gucken, wie der das arme Tier festhält.
hat null Chance. Das will ja gar nicht bei dem bleiben. Und die rufen auch immer noch nach der Mutter, weil sie das doch gar nicht verstehen. Hier sehen wir jetzt auch, dass den Tieren jetzt Hundefutter gegeben wird. Ja. Würden Sie sagen, das kann man machen dann in so einem Notfall, aber... Aber nicht für eine Aufzucht von Welpen. Also hier, wenn der Welpe, wenn der das Futter bekommt, ist er fehlernährt. Also dann wird er mit Sicherheit krank, wenn er aufwachsen tut, weil alles andere kostet ja viel mehr Geld. So eine Dose kriegt man für 30 Cent, aber richtiges Futter für das Tier. Was kriegt denn ein Aufzugsmilch? Das sind Katzenaufzugsmilch, da kostet die Dose ungefähr, das sind, wie viel sind drin? 400 Gramm kostet 20 Euro. Und dafür gibt's dann 7 Millionen Klicks, 13 Millionen Klicks, 16 Millionen Klicks. Katsching, katsching, macht's da an der Kasse. Aber wir wollten wissen, was dahinter steckt und wer dahinter steckt und sind auf eine Aktivistin aufmerksam geworden. Xenia arbeitet in Deutschland, kommt aus der Ukraine und hat sich mit anderen Aktivisten auf die Suche gemacht. Nach dem Fuchs und nach dem Kanal. Ich und ein paar andere Aktivisten haben versucht, diesen Ort zu finden. Wir haben herausgefunden, es ist mitten in der Ukraine. Einige dieser Videos wurden in relativ großen Städten gedreht, wie zum Beispiel in Kremenchuk. Der Kanal wird geführt von einem Paar aus der Ukraine. Die beiden heißen Julia und Sergej. Julia ist wahrscheinlich diese Frau hier, die haben wir ja schon im letzten Video gezeigt. Hier freut sie sich über 100.000 Abos und ich finde, da können wir doch jetzt auch einfach alle mal klatschen, ne? Ja, finde ich auch schön. Für Julia! So, Julia und Sergej, was machen die beiden eigentlich so beruflich? Damals hatten sie noch eine Katzenzucht in Kiew mit schottischen Faltohrkatzen. Wir haben ja im ersten Video schon berichtet. Hier steht auch, dass sie nicht nur in der Ukraine liefern, sondern auch ins Ausland. Wir haben auch andere Seiten gefunden, da werden die Katzen sogar bis in die USA geliefert. Es ist also ein sehr lukratives Geschäft mit diesen ukrainischen Katzenbabys. Ja, die Schwester von der Julia, die verkauft auch immer noch Katzen. Da kannst du dir für 1000 Dollar, umgerechnet 880 Euro, hier die Dianora kaufen. Ach schön, ach schön. Ob die Perlenkette mit inbegriffen ist im Preis, frage ich dich. Die Julia, um die es uns eigentlich geht, musste ihre Katzenzucht damals dann schließen, aber nicht wegen YouTube, sondern wegen Stress mit den Käufern und schlechter Haltungsbedingungen. Aber Julia dachte sich, schlechte Haltungsbedingungen, Mensch, das kann ich doch. Und dann mache ich da einfach weiter damit. Und so kam dann leider der Fuchs ins Spiel und das Ganze ging wieder von vorne los. Ein Fuchs ist keine Katze, kein Hund, kein Haustier, sondern ein wildes Tier. Als Xenia und die anderen Aktivisten das rausgefunden haben, sind sie zur Polizei gestürmt, wollten die Familie verhaften lassen. Und dann, liebe Marlene, dann ist das passiert. Nichts. Niente. Sorry, aber das ist leider ganz typisch für die Ukraine. Du musst die Polizei zwingen, was zu tun, ansonsten passiert gar nichts. Tierschutz ist leider immer noch kein großes Thema hier. Hinter den Kulissen ist aber scheinbar doch irgendwas passiert. Hoffentlich nicht etwas sehr, sehr Unschönes. Denn der Fuchs, der ist vom Kanal dann irgendwann verschwunden. Im letzten Video hat er sich noch so ein bisschen traurig im Baum versteckt. Wurde dann fürs Thumbnail von einem Plüschfuchs ersetzt. Und das war das letzte Mal, dass wir den Fuchs auf dem Kanal überhaupt gesehen haben. Ja, der Titel des Videos ist übrigens: Der Fuchs beleidigte den Welpen von der Mülldeponie. Das Video hat 500.000 Aufrufe, also katsching, katsching. JournalistInnen ist da aufgefallen. Vor und nach den Videos kommt Werbung für zum Beispiel Facebook, Disney und Land Rover. Völlig random. Ich meine, die Marken sagen jetzt bestimmt nicht, schaltet unsere Werbespots vor so einer Fake-Rettung. Aber YouTube sagt sich, jo klar, da machen wir Millionen Klicks. Schalten wir doch mal die Werbung, die uns richtig teuer bezahlt wird von den Firmen. In einem anderen Video erzählt sie sogar ganz stolz, wie viel Geld sie mit YouTube macht. 400 Dollar im Monat. Das ist für eine Ukrainerin schon verdammt viel Geld. Das ist nämlich der Monatslohn da. Ich frage mich ja nur, warum unterstützt YouTube dieses System? Warum machen die nichts dagegen? Naja, die Videos, die verstoßen erstmal nicht gegen die YouTube-Richtlinien. Da steht nämlich nur, Videos dürfen nicht veröffentlicht werden, wenn Tieren in den Videos absichtlich unnötiges Leid oder Gewalt zugefügt wird. Das heißt, solange die Leute behaupten, sie würden den Katzen helfen, scheint es für YouTube okay zu sein. Wobei es stimmt gar nicht, dass YouTube gar nichts gemacht hat, denn ein Jahr nach unserem Video, also 2021, haben sie angekündigt, damit du auch mal was sagen darfst. Ein kleiner Obolus, da ich auch noch ein, zwei Wörter noch sagen. Ja. Eine kleine Wortspende dir überreichen, Marlene. Was hat YouTube eigentlich angekündigt im Jahr 2021? Dass die härter gegen solche Fake... Ja, siehst du, und deswegen sage ich die Sachen lieber selbst. Weißt du, dann denke ich mir oft so, ach komm, einmal gleich drüber und dann ist es... Oh nein, die Unterlippe wieder.
Die haben angekündigt, dass sie härter gegen solche Fake-Rettungsvideos vorgehen wollen. Und die Videos, die Offen und Ehrlich damals entdeckt hat, die sind tatsächlich schon länger nicht mehr online. Denn die Richtlinien wurden jetzt verschärft und es geht explizit darum, dass vor allem eben diese Rescue-Videos verboten wurden, weil da sieht man ja nicht im Video, dass die vorher gequält wurden. Aber Tierquälerei war schon vorher verboten. Eine Organisation aus Kanada hat sich die Sache mal genauer angeschaut. Die haben mal nachgezählt, wie viele Fake-Rettungsvideos es so gab die letzten 3 Jahre. Hier sieht man die Anzahl vor der Ankündigung von YouTube. Hier hat YouTube dann angekündigt, dass sie was dagegen tun wollen. Und jetzt geht die Zahl bestimmt zurück. Ich bin sehr gespannt. Ja. Fast. Nein. Knapp. Sie steigt einfach weiter an. Oh Gott. 181 Videos haben sie insgesamt gefunden. Klingt erstmal gar nicht so viel, aber die 50 meistgeklickten Videos hatten über 130 Millionen Klicks. Man muss fairerweise dazu sagen, YouTube hat tatsächlich erst Mitte 2021 angefangen, die neuen Regeln umzusetzen. Also nach der Ankündigung hat es irgendwie doch nochmal ein paar Monate gedauert. Also was sie konkret gemacht haben, ist die Community Guidelines zu überarbeiten und jetzt steht da halt auch drin, Fake Rescue Videos sind verboten und können quasi entfernt werden von den 10.000 Leuten, die das wohl bei YouTube überwachen. Also könnte man quasi sagen, ganz am Ende dieses Reports, also auf der Spitze des Tierquäler-Eisbergs, da hat YouTube endlich gesagt, ja, jetzt können wir endlich mal einfach... Oh, hey, weißt du, das ist ja nämlich dieses Faultier aus Zootopia. YouTube hat ein großes Problem mit Fake-Rettungsvideos. Es ist sehr, sehr groß. F-A-K-E... Rettungsvideos. R. Die müssen doch raus aus dem Internet. Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar. Deshalb sagen Tierschutzorganisationen: We're calling on YouTube to act on this issue. YouTube muss endlich was tun. Es sind immer noch viele Fake-Rettungsvideos online, obwohl die schon längst gesagt haben, dass sie die eigentlich löschen wollten. Aber das System funktioniert einfach nicht. Clearly the current system isn't working. Das Video ist ein halbes Jahr alt, deswegen haben wir nochmal nachgehakt, was ist der aktuelle Stand? Und die World Animal Protection hat uns geantwortet, dass fast alle Videos aus ihrer Studie von damals inzwischen offline sind, nicht mehr auf YouTube verfügbar sind. Allerdings haben die vor 4 Wochen nochmal nach den gleichen Suchbegriffen gesucht und immer noch 22 gefälschte Tierrettungsvideos auf YouTube entdeckt. Sie sagen uns, der Mechanismus, den YouTube verwendet, ist einfach nicht gründlich genug. Das wiederum haben wir dann auch an YouTube weitergeleitet und ihnen zusätzlich noch unsere Videos mit dem Fuchs geschickt. YouTube sagt allerdings, die Fuchsvideos, da haben wir nichts zu beanstanden, weil die Rettung sieht authentisch und legitim aus. Unsere Experten waren sich ja allerdings so ungefähr zu 80% sicher, dass die Rettung nicht ganz so echt ist. Hartmann Jenal hat ja zum Beispiel gesagt, das ist ein Schauspiel. YouTube sieht das offenbar ein bisschen anders. Ja, also YouTube sollte auf jeden Fall mehr unternehmen und auch sehr viel stärker und mit sehr größerer Konsequenz gegen solche Videos und Plattformen angehen. Vor allen Dingen müssten da die Nutzungsbedingungen oder die Gemeinschaftsstandards der Plattformen das sehr viel besser definieren, was Tierquälerei ist. Außerdem sind auf YouTube Videos von Tieren in domestizierter Umgebung erlaubt. Domestiziert heißt wilde Tiere in häuslicher menschlicher Umgebung. Was? Trotzdem ist auf einmal der Kanal Affina TV weg. Sie haben den offensichtlich gelöscht. Ist nicht mehr online. Ist nicht mehr online. Ist einfach nicht mehr da. Ach krass, wir haben den Kanal zerstört. Ja, weg ist er. YouTube hat uns nochmal darauf hingewiesen, jeder hat die Möglichkeit, kritische Inhalte zu melden. Und ein Großteil der Videos, die gegen die Richtlinien verstoßen, werden vom Algorithmus erkannt. Und was geht Ihnen da so durch den Kopf, wenn Sie jetzt die Videos sehen, die wir Ihnen gerade gezeigt hatten mit diesen Fake-Rettungen? Was denken Sie da? Ich darf es nicht so sagen, was ich wirklich denke, aber das ist schlimm. Ich kann mir vorstellen, wenn mal geblieben wäre, wäre die Welpe irgendwann gegangen. So, und dann wäre halt einfach zum Bau oder halt einfach, wenn die Mutter die ruft, ja, das höre mir nicht den Ruf, aber der Fuchs hört das. Also das Baby hätte seinen Weg wieder gefunden zur Mutter, ja, wenn man's sehen würde. Ja. Also für mich ist das nur nochmal eine Art und Weise, um Geld zu verdienen. Mhm. Wenn es bei uns der Fall wäre, würde ich sofort anzeigen. Mhm. Also das würde ich machen. Wenn ich so einen Film sehen würde, bekäme ich sofort eine Anzeige. Dass das im Internet irgendwie stattfindet, macht mich richtig, richtig wütend, dass das so viel angeschaut wird, dass das geteilt wird, dass Leute das irgendwie kommentieren und toll finden. Aber was unterscheidet jetzt das Zuhause von Paulchen Zuhause, was wir quasi in dem Video gesehen haben? Paulchen ist ein Fuchs und bleibt ein Fuchs. Der wird nicht vermenschlicht, den... verkaufe ich jetzt nicht im Video, um Klicks zu erreichen, sondern ich mache das, um aufzuklären über Wildtiere, über Füchse, weil die Jagd auf die Füchse so schlimm und so unnötig ist. Und deshalb mache ich den Paul zum Beispiel auch mal als Video ins Netz oder empfange hier Besuch, um den Leuten zu erklären über den Fuchs. Die kläre ich dann auf, aber nicht, um Geld zu verdienen. Und es gibt Füchse, die habe ich wirklich
so gern gehabt, wo ich sagte, die kann ich nicht laufen lassen. Und irgendwann ist der Punkt, da hat mir der Fuchs gesagt, ey, Alter, geht's noch? Ich kann ja nicht hierbleiben, ich will raus, ich will mein Leben leben und nicht hier in so einem Kabuff verbringen. Wie ihr solche Fake-Rettungsvideos erkennt, das haben wir euch in unserem ersten Video erklärt zum Thema Fake-Rettung. Das verlinken wir euch jetzt in der Endcard. Und dann noch ein Video von Funk, und zwar über Tiger als Haustiere von Reporter. Wenn du die Wahl hättest, Fuchs oder Katze? Ich will dich fragen, wenn du dein Leben nur ein Haustier haben könntest, ein Wal, eine Riesenschlange oder ein Stinktier, welches würdest du nehmen? Das Stinktier, das braucht auch Liebe.